Servus miteinander und willkommen zum nächsten Vlog. Ja, der Vlog, der wird jetzt mal nicht so lang. Ich will noch morgen am Freitag rausbringen. Morgen müsste es 6. glaube ich, sein, wenn ich mich nicht täusche. Heute ist Donnerstag. Ja, ich habe noch nichts gefilmt. Der letzte Vlog kam ja quasi gestern. Und ja, ich mache heute bloß einen kurzen Infovlog. Das gleich vorweg. So, das letzte Mal bin ich schon gefragt worden. So haben wir mal, siehst du in deiner Ferge gleich die Ohrmarken ein? War das nicht langsam Zeit? Je älter die werden, desto schwieriger wird es frei. Ja, das weiß ich schon. Aber ich habe mehrfach die Tipps gekriegt, lieber ein wenig länger zu erwarten. Erstens einmal sind sie dann ein wenig größer, dann geht es leichter mit dem Einziehen. Zweitens einmal, also in die Ohren einziehen, weil die Ohren dann auch größer sind. Zweitens einmal, das ist ja doch eine Wunde, wo man ihnen zufügt. Das verhält dann leichter. Wenn sie ein wenig älter sind, dann sind sie ein wenig robuster. Und drittens einmal, ja, wie gesagt, weil ich so lange gewartet habe, weil ich das halt so wollte. Die Ohrmarken kommen bei denen jetzt neu, wahrscheinlich am kommenden Samstag, weil voraussichtlich die Wochen drauf, das Wochenende und wiederum, also 2 Wochen, werden die ersten danach verkauft werden, werden dann weggehen. Also zwar ist sicher eine kastrierte Ebe und eine Sau, die gehen nach Thüringen über. Und eine Sau soll höchstwahrscheinlich noch Bamberg runter, das ist nicht hundertprozentig sicher, wären auf alle Fälle schon mal 3. Und die Daisy, ihr wisst, ich habe ja schon gesagt, also die Daisy zu erhalten für mich ist schwierig. Ich habe den Eber, ich habe die Uma und wenn ich die Daisy jetzt bei der Uma die ganze Zeit laufen lasse, spätestens wenn die Uma dann einmal wieder gedeckt ist, dann wird es mit Sicherheit ein Problem geben. Die Daisy beim Eber laufen lassen kann ich auch nicht, weil dann deckt die sie. Ich meine, jetzt ist es recht klar, da wird nicht viel passieren, aber wenn die größer wird, dann wird es auch gedeckt. Und ich gehe mal davon aus, die wird wahrscheinlich eher ein wenig länger brauchen, bis er groß wird. Also eher wie mein Schmutti halt war. Und wenn die dann zu früh gedeckt wird, weiß ich nicht, wie sie dann mit Feigl klarkommt. Deswegen, nö, das Risiko ist mir zu groß. Deswegen habe ich gesagt, die Daisy wird auch hergeben. Die braucht dann Platz, wo sie alt werden kann. Und dann hat sie gefunden, das ist eine Neuigkeit. Das weiß ich eigentlich schon seit letzter Woche. Ja. Und jetzt an der Stelle kann ich ja sagen, die Daisy wird höchstwahrscheinlich, wenn alles klappt, nächstes Wochenende, also nicht den Samstag, sondern die Woche drauf, Samstag oder Sonntag, geholt. Und die zieht noch heim. Und zwar auf die Nutztierarche Sonntag zum Thorsten und zu der Diana. Ja, die haben sich bereit erklärt, die nehmen die Daisy auf als Hofschweinchen. Da darf sie dann rumlaufen, darf mit den Hunden ein wenig spielen, darf den Vorgarten ein wenig unsicher machen, den Briefträger eichen und vor allem die darf alt werden. Und das ist mir als Wichtigste gewesen. Sie braucht einen Platz, wo sie nachkommt, wo sie eben nicht geschlacht wird. Und das ist das Optimale. Ich habe die Adele vom Thorsten. Ich weiß, wie es beim Thorsten oben zugeht. Ich sehe immer seiner Video und ich denke mir, da hat es richtig gut. Der Thorsten hat da. Die haben überlegt, ob sie die Stine schlachten lassen. Die war quasi schon beim Metzger und jetzt haben sie sie doch wieder geholt. Jetzt darf sie alt werden. Und von daher, ja, das haben sie der Stine damals versprochen. Und da ist, denke ich, der absolut richtige Platz für die Daisy. Dann kann die Kleine sich dort austoben. Ja, den Gang muss ich jetzt gleich noch schauen. Ich habe ihr gerade in ihre Schüssel da oder ein wenig Haferflocken wieder gegeben. Und ein wenig Schrot. Die Hälfte hat sie natürlich verteilt. Müssen wir jetzt gleich noch mal sauber machen, weil das soll sie eigentlich nicht mitfressen, was da oder liegt. Na gut, hauptsächlich ist es Schlamm von draußen, den wo die Hühner mit reingetrunken haben. Weil, ihr seht es im Hintergrund, ja, es ist nass. Ich habe letzte Woche noch zu meiner Chefin gesagt, na, nächste Woche brauche ich keinen Urlaub machen zum Heimeer, weil ihr seht mal groß. Ich habe da mit der Sensen schon ein wenig angefangen, ein wenig Grünfutter gemäht. Sonderlich hoch steht es nicht. Das ist eher ein geringer Menge. Ja. Wir sind jetzt etwa auf der Höhe, wo das richtig auch groß steht. Das, was richtig lang rauf geht, das sind ja eigentlich bloß lange, ein paar lange Halme. Deswegen schaut es gar so hoch aus, aber wenn du ins Detail gehst, da fehlt schon noch ein wenig was, da darf schon noch ein wenig. Außerdem, der Glied,
blüht jetzt gerade ab. Da fallen die Samen aus, dann sämt er sich gleich wieder neu. Das ist auch optimal. Und ich habe ihm gesagt, na, da kommt garantiert ein Ring nächste Woche. Da bin ich mir sicher, es ringt. Ja, das ringt nicht, das klappt es auch nicht. Kommt kein Ring. Ja, doch, doch. Habe ich recht gehabt. Scheiße, ich hätte wetten sollen. Das hätte ein paar Kisten begeben. Naja. Na, ich hab damit gerechnet, dass noch was kommt. Das habe ich so ein bisschen im Gespür drin, ob es regnet oder nicht. Ich habe überlegt, ob ich, wie gesagt, die Woche Urlaub mache und mehr geht. Aber es war die richtige Entscheidung. Ich meine, voraussehen kann ich es nicht, ich bin kein Hellseher. Weil, wenn ich das könnte, na, dann könnte ich als Hellseher haben. Das wäre ja immer genial. Oder ich fange dann beim Wetterdienst an, wenn ich definitiv weiß, dass das Wetter Regen bringt. Oder Sonne, oder Schnee, oder Hagel, oder... na, ihr wisst schon, was ich meine. Aber man hat es doch so ein wenig im Instinkt drin und weiß schon, ja... Da könnte eventuell, wenn das jetzt gar so war, und es hat wie gesagt zugetroffen. Wir haben gestern einen Blauschen gehabt, das waren ja, 6 Liter. Dann hat es heute Nacht noch einmal geregnet, das waren noch einmal gute 9 Liter. Und jetzt hat es über den Dach auch noch ein wenig geregnet, muss ich einmal schauen, ich denke vorhin vorbeigehen am Regenmesser da oben. Habe ich 5 oder 6 Liter noch einmal gemessen, also optimal, das ist das Beste, was es haben kann. Noch einmal einen Ring. Und das ist optimal für die Äpfel, optimal für meine Wiesen. Und ja, das gibt dann auf jeden Fall ein schönes, sattes Heu. Verdrucken tut es mir nicht auf der Wiesen. So passt es. Daisy, wo gehst du noch? Bleib frei da, ich mache jetzt da frei zu. Wir sind jetzt da frei fertig, gell? Ja, also die Kleiner, wie gesagt. Da wird es dann mit Sicherheit einmal vom Tasten Videos geben. Ich habe mal später auch noch. Und ja, da wird es gut haben. Das freut mich auf jeden Fall für die Daisy. Da hat sie einen guten Platz. Vermissen war ich sie auf jeden Fall, weil die ist wie ein Hündler. Die läuft dann ja noch. Aber so weiß ich, die hat es gut. Und ich habe kein Problem, dass mein Eber so versehentlich einmal deckt. Weil. Wie gesagt, da ist mir das Risiko zu groß, dass das schief geht. Ja, so viel zu der Daisy, so viel zu den Schweinchen. Ja, wer da Interesse hat, kann ja sein, dass von meiner Zuschauer jemand dabei ist, der sagt, der möchte da ein Schweinler haben. Also von den Feigeln möchte ich eins behalten. Ich weiß noch nicht welches, das überlege ich mir noch. Ja, müssen wir mal gucken. Eins von den Feigeln will ich behalten, das wird selber dann. Ich weiß, das hören manche Leute nicht gern, das wird gemästet und wird dann auch mal geschlacht und kommt nach die Wascht. So, dafür habe ich die Schweine. Und wie gesagt, die anderen sind zum Hergeben. 3 kann man schon mal abziehen, die Daisy kann man auch schon mal abziehen. Also bleiben theoretisch noch Adam Riese noch 3 übrig. Ja, genau, 3. Ja, und da mal gucken, also ich denke, da wird sich auch Platz finden. Wie gesagt, die sollen jetzt dann definitiv bis zum 19. so langsam, aber sicher mal einen Platz finden. Die sind dann 3 Monate alt. Andere setzen sie ja schon Ehre ab. Bei mir ist jetzt ein wenig länger geworden. Da habe ich gedacht, das passt ganz gut. Dann bleibt die Oma auf jeden Fall noch die nächsten 2 Monate allein. Oder was heißt allein? Also mit dem anderen Feigl dann. Bleibt drucken stehen. Und ich denke mal dann so, das ist nämlich auch was der Thorsten gesagt hat, vielleicht, dass ich auch auf August zu die Oma wieder mit dem Feigelchen sammeln muss, dass es dann noch einmal Feigel das Jahr gibt, auf den Winter zu, dass er dann so im Dezember vielleicht geboren werden oder sowas und im März dann wieder abgabebereit sind. Muss ich auch mal schauen, ob sich das so realisieren lässt, wie ich mir das alles vorstelle, aber das werden wir sehen. Wie gesagt, jetzt schauen wir erst einmal, dass die dann alle einen guten Platz finden und ja, dann war das schon. Jo, und da hinten bei den Kühen und beim Esel gibt es auch was Neues. Ja, also die Röller ist ja jetzt seit Sonntag da. Die ersten 3 da. Ja, waren schlimm, die ersten 2 Nächte habe ich sie eingesperrt im Stall. Die erste Nacht nur die Adele und die Röller. Da habe ich die anderen noch rausgerichtet. Die zweite Nacht alle zusammen. Ist gut gegangen, ja. Die dritte Nacht habe ich sie draußen lassen. Okay, musste mir noch zum Aufstehen, weil die hat mitten in der Nacht das Plan angefangen, eine ganze Stunde lang. Bevor der Hammel noch mal dann aufsteht und. Aber mittlerweile hat sie sich eingelebt. Ja, und es klappt wunderbar. Da steht sie, die Röller. Ja, meine Gute. Ja, das mit dem Hashtag hat das letzte Mal ganz gut geklappt.
Oh, denke ich einmal. Und du? Die Adele frisst dort, die anderen sind neu. Aha, da ist ein Kuhfladen. Hab ich vorhin sauber gemacht. Hab du dran hergesetzt, hä? Du magst nicht, ne? Ich hab nichts dabei. Langweilig. Und die Mucken beißen außerdem. Rella. Komm. Oh. Die Kleine. Jo. Die war ja jetzt am 31. genau 7 Monate alt. Was denn? Ja, jetzt Platz habe ich gesagt, nicht mehr so euch. Also das. Sonntag, Montag, Dienstag, das war schon schlimm. Aber mein Gott, es ist halt, sie ist. Jetzt macht es vor. Ja, sie ist halt abgesetzt worden. Sie war die ganze Zeit bei der Herde, sie war die ganze Zeit bei der Mutter, sie konnte noch Milch saufen. Ja, und dann alles auf einmal getrennt quasi, vor der Mutter weg, vor der Herde weg und keine Milch mehr. Ja, das ist ja garstig. Ich meine, das ist, wenn du ein 5-jähriges Kind von seiner Familie entreißt und steckst es irgendwo zu einer fremden Familie, das wird abplanen, weil sie nicht versteht, um was es jetzt da geht und was passiert ist. Und das wird bei ihr genauso gewesen sein. Mittlerweile, denke ich, hat sie sich ganz gut eingelebt. Jetzt ist es seltener geworden, dass einmal brüllt. Kann nachts einmal vorkommen, aber nicht mehr im Minutentakt. Und am Sonntag, da war es auch wirklich so schlimm, abends sind ihr die Augenball zugefallen. Da hat sie die Adele aber nicht schlafen lassen, hat sie immer wieder aufgetrieben. Montag dann hat sie es doch einmal geschafft, dass sie ein wenig schlafen konnte. Ja, und Dienstag dann ist es, wie gesagt, deutlich ruhiger geworden. Da hat sie dann schon einstündige Pausen gemacht, deswegen habe ich sie alle zusammen draußen lassen. Ja, und jetzt, wie gesagt, jetzt hörst du ab und an einmal noch, aber es ist deutlich ruhiger und das ist gut so. Naja, es passt. Ich habe damit gerechnet, dass das passiert und dann müssen auch die Nachbarn dann einfach einmal ein Eis hängen haben. Es tut mir leid für die Nachbarn, wenn sie dann einmal ein wenig genervt sind. Ich gebe ja zu, es hat an selber schon auch genervt, wenn sie da in eine Tour bleibt, aber ja, es gehört halt dazu. Und das hat ja auch immer wieder ein Ende. Es ist ja nicht so, dass das ewig so weitergeht, sondern man hat ja gewusst, das hört irgendwann einmal wieder auf und ja. Das gefällt mir. Die Adele ist nicht mehr da. Hat jetzt endlich eine Freundin dazu oder eine kleine Schwester oder wie wir es nehmen auch. Ja, genau in den Zaun an, da ist ein Dampf drauf, gell? Ja, Bretterinner sind ja mit so einem Netz überzu. Und wenn sie einmal gescheit nachkommt, das macht auch, weil auf dem Netz ist Strom. Aber es merkt es auch. Jetzt habe ich auch bloß gemacht, dass die Gasen die Bretter nicht wieder fressen. Weil das habe ich 2016 neu verplankt. Und bevor die Gasen die Bretter wieder zusammenfressen und man hat wieder laute Löcher drin, habe ich gedacht, na, das machst du mal schön neu, dann ist der Stall auch schön zu. Ja. Naja, also das klappt auf jeden Fall auch wunderbar. Richtig schön zu sehen. Vertragen sich auch mit der Emma oder mit dem Gandhi und mit den Gasen. Es geht wunderbar gut. Was will man mehr? Optimal, freut mich. Ja, und da kann es jetzt dann noch ein wenig auswärts gehen. Da bin ich auch gefragt worden, ja, wann lässt denn die Adele dann decken? Also die Adele, denke ich, haben mal vor dem Winter auf keinen Fall. Und auch die Glas soll ruhig ein wenig älter werden. Vielleicht sogar, weil erst nächstes Jahr dann aufs Frühjahr oder sowas zu. Die Glas ist jetzt da 7 Monate gewesen. Die war am 31.10. dann ein Jahr. Und bei den Texten anderthalb, zwei Jahre darf man es ja schon ruhig sagen, oder eine drei Viertel bis zwei Jahre. Das ist nicht ganz verkehrt. Deswegen, da warten wir lieber noch ein wenig. Auf jeden Fall bis Winter, ich denke aber sogar eher bis zum Frühjahr oder was. Und dann werden wir sehen. Und so lange können sie ja einfach laufen. Das passt ja, macht ja nichts. Das nächste, was jetzt da noch ansteht, die klar muss ich halt noch in der HID anmelden. Die Ohrmarkennummer eingeben, dass die gemeldet ist bei uns auf dem Betrieb. Muss man ja innerhalb von 7 durch. Und dann war ich ja mal im Amt drin anrufen, beziehungsweise mein Tierarzt anrufen, weil dann ist ja mal fällig die Blutproben bei aller zwei. Weil die, oder ich muss auch mal gucken, vielleicht braucht die Klana gar keiner, aber die Gruß, die Adele braucht auf jeden Fall die Blutprobe, weil da nichts gewesen ist. Da muss eine Probe genommen werden, das ist ja jährlich Vorschrift. Wird untersucht und das muss der Tierarzt machen.
aber das muss ich jetzt da noch abklären. Ja, da habe ich wie gesagt Aufschub gekriegt, da ist mir zugesichert worden, kein Problem. Wir machen das so, wenn die zwei Tage gute zukommt, das langt. Ich habe damals gesagt, ja, es war Mai, war es wann? April, Mai, jetzt ist es ein wenig später geworden, jetzt haben wir mittlerweile Juni. Aber ich denke auch, es ist auch kein Problem. Da haben die eigentlich recht viel Verständnis dafür. Bin ich auch froh drum. Das Veterinäramt hat mir ja die Zusage gegeben, dass ich die Ohrmarken bei den Gasen nicht einziehen muss. Und ja, das passt für mich, wie gesagt, dann auch wunderbar. Ich muss auch nicht mehr reinmachen. Der Joggenleiter, welcher drin hat, hat sich ausgerissen. Ich habe dann gesagt, ich weiß nicht mehr, wo. Ja, wenn sie auf dem Betrieb bleiben, solange sie auf dem Betrieb bleiben, braucht der keiner reinmachen, ist in Ordnung. Weil die Rinde ist was anderes, da muss da, welche eine Gewebeprobe, die muss dann auch brauchen und und. Und bei den Schweinen wäre es theoretisch auch, aber, und das habe ich gerade noch vergessen zu sagen, die Daisy, weil ich vorhin gesagt habe, 7 Ohrmarken müssen wir einziehen, und für 8 Feigl, die Daisy braucht keiner. Die Ohrmarken von der Daisy, die Nummern, die gebe ich ein bei der HID, das mache ich dann alles am Wochenende. Wenn die Ohrmarken eingezogen waren, schreibe ich mal vorne Listen auf, da sind extra Listen dabei. Welch Schweinler welcher Magen hat, gibt das alles in die HID ein. Und die Daisy kriegt keine Ohrmarken eingezogen, die gebe ich dem Tasten dann bloß lose mit. Die braucht keine und das freut mich auch. Also, ich weiß, die Ohrmarken, die haben hier Berechtigung, zwecks der Herkunft und, dass du das alles nachverfolgen kannst. Und, aber ganz ehrlich, ne, verschandeln tut es die Viecher schon irgendwie. Und wenn man das sieht, beim Texterrind jetzt oder zum Beispiel die Riesenmarken, schaut schon, naja. Aber es ist halt leider Gottes Vorschrift. Was willst du da machen? Lieber wäre es mal, wenn wir es nicht machen müssen, aber tja, es muss gemacht werden. Und hergehen und zu sagen, man wartet so lange, bis er vom Betrieb geht. Bei einer Kuh mit Hanne ziehst du, glaube ich, keiner Magen mehr ein, wenn die dann einmal in der Größe ist, weil die nimmt dich auf die Hanne. Aber ja, wie gesagt, ich tät's am liebsten umgehen, aber Vorschrift ist Vorschrift, so leid wie man es tut. Und das ist aber die Schweine da unten. Ich denke mir, die Ohren, die schauen so schön aus und dann machst du ja blöden Dinge rein, dann müssen die rein. Wir machen es, weil es Vorschrift ist, nicht weil es uns gefällt, nicht weil wir es toll finden oder weil wir so lustig finden, die Tiere damit zu quälen und ihnen irgendeinen scheiß Plastikmüll da rein, die Ohren rein zu klipsen. Es ist halt Vorschrift. Ich meine, es gibt bei den Kühen, glaube ich, noch die Möglichkeit, dass er so ein, das Ding heißt, glaube ich, Bolus oder sowas schlucken. Und damit könntest du es dann auch noch verfolgen und. Aber naja, sowas halbs und nichts Ganzes. Das ist, wie gesagt, alles ein wenig scheiße. Wir machen es, blöder Muck, wir machen es halt, wie es so muss. Ja, den Regen habe ich gesagt, hat ihm getragen und die Kartoffeln und allem gut getan. Und das ist wirklich so. Ist optimal, das geringt hat, das Getrau, so schaut es aus. Ja, also unverändert seit dem vorletzten Mal, wo wir da unten waren, hat sich nicht viel getan. Ihr seht da, wo die leeren Äpfelreiher sind, das sind ja die Rüben. Dahinter, das sind so komische Blätter, das sind Sonnenblumen, die gehen jetzt auf. Die haben wir, wie gesagt, 2018 im Feld drin gehabt, da hat es ja gebrennt. Die Sommer sind ausgefallen und jetzt, 2020, gehen die Dinge auf. Also, Wahnsinn. Ja, die Äpfel, seht ihr da, die kommen jetzt da mit aller Macht. Da wird jetzt dann demnächst einmal notwendig zu striegeln, dass die Gaschen da wieder ein wenig platt gemacht wird. Da kommen jetzt tatsächlich einmal die ersten Rüben. Ja, die ersten, wenn ich jetzt da reinlaufe, dann sind wahrscheinlich die Schuhe 5 Kilo schwerer. Da sind welche. Ja, ich habe das Ganze ja aufgehäufelt. Welche sieht man noch nicht so viel hinten, da sehe ich noch welcher. Ja, also das kommt auch so langsam. Und die Bamberche, hier habe ich ja beim letzten Mal oder vorletzten Mal auch gesagt, da fällt noch, die müssen erst noch. Die kommen jetzt da mit aller Macht. Jetzt siehst du die ersten Pflänzler schon rausspitzen, das wird eine Woche und dann werden die auch stehen. Die brauchen ein wenig Wasser, die Bamberche, und das haben sie jetzt schön gekriegt, das gefällt mir. Optimal, also ich freue mich richtig über den Regen. Aber wenn es für die Baustelle natürlich hast, dass du ein wenig Nassen draußen stößt, aber so werden wir damit leben. 2, 4, 6, habe ich 8 Reiher oder 6 Reiher gemacht? Ich glaube 8 Reiher. Keine Ahnung. Na, egal. Die gehen auf jeden Fall jetzt auch langsam auf. Da sieht man da Pflanzen da von der Stütte auch noch.
Da kommt ein Blättler, dort kommt ein Blättler, dort sind schon welche, da unten ist schon einer, dort ist einer, da hinten kommen auch schon einige. Wie gesagt, das ganze Arcade, jetzt haben wir mit den Netzecken dann nochmal abgeschlafen. Aber natürlich nicht, wenn es jetzt platschend los ist, weil dann funktionieren die Netzecken nicht richtig, dann funktioniert auch das System mit dem Zuschütten nicht richtig. Und außerdem, wenn es feucht ist, macht es wenig Sinn, weil dann reißt vielleicht das Unkraut tatsächlich aus. Aber das Ende vom Lied ist, du hast das Unkraut ausgerissen, aber es keimt gleich weiter, weil der Boden feucht ist. Also, lieber länger warten und dann noch einmal als wie der Ball. Aber ja, doch, es passt. Die Gerschen, wie gesagt, so schlecht schaut es jetzt nicht aus, finde ich. Ich meine, ich bin kein gelernter Landwirt, aber ich denke jetzt einmal, die schaut schon in Ordnung aus. Es ist Sommergerschen, vielleicht sogar ein Braugerschen, wenn es was wird, schauen wir mal. Ja, es gibt noch einige Stellen wie da hinten, wo halt nicht viel wächst. Da hat es halt einfach sehr viel Trockenheit gegeben. Vielleicht wurde das Saatgut da, man weiß es nicht. Aber ich glaube, das war eh die Stelle, wo ich mit dem Bulldog abgesoffen bin. Ja, das müsste dort gewesen sein. Wahrscheinlich ist die dumme Seemaschine auch nicht gescheit durchgekommen. Dann waren die Seeschuhe bestimmt zugeschmiert. Keine Ahnung. Nee, ist wurscht. Wie gesagt, so vom Großen und Ganzen her schaut schon gut aus. Man sieht übrigens hier so richtig schön, wo letztes Jahr die Äpfel da unten waren. Wo das Getrase schön dunkel zu sehen ist, das waren letztes Jahr die Äpfel. Auch nicht schlecht. Ja, wie gesagt, da steht es gut. Der Haben draußen steht auch gut. Es wächst jetzt alles so langsam, aber sicher, es kommt alles. Da hin muss als nächstes auch gehackt werden. Das sind die nächsten zwei Schritte. Einmal hacken und einmal striegeln. Das Ganze mache ich aber erst, wenn der Boden wieder richtig trocken ist. Wie gesagt, wenn es nass ist, macht es keinen Sinn, weil dann schmiert es bloß wie Sau, der Bulldog pappt zu wie Sau, du fährst den Träger auf die Straße raus. So was macht man, wie gesagt, wenn der Boden trocken ist. Außerdem trocken das Unkraut dann besser weg. Wie gesagt, hacken und anschließend werde ich dann auch mal striegeln. Dann bleibt es wieder eine Zeit lang liegen und dann werden sie noch einmal aufgehäufelt mit dem Häufelgerät. Es steht ja noch draußen. Ja gut, es hat jetzt gerenkt. Man kann eigentlich auch schimpfen. Jetzt rosten die Schäler. Aber davor sterben die Schäler auch nicht. Beim nächsten Mal waren sie aber wieder blank. Dann passt die Sache auch. Und ja, wie gesagt, das schauen wir mal, ob das Jahr besser wird wie das letzte. Ich bin fest der Überzeugung, dass es klappen wird. Warten wir sehen. Die Sorten gefallen mir auf jeden Fall gut. Geht schön auf das da, das war ja Annabelle. Und 2, 4, 6, 8, 10 Reiher, ich glaube das da oder das war die Lilly. Ich komme nicht täuschen, die oder die, ich glaube ob da, das war Lilly. Irgendwie so ähnlich. Steht auf jeden Fall schön da, die Reiher sind auch relativ groß geworden. Ja, auch für das, dass ich das Schäler abgebrochen habe, aber passiert. Bin ich da rückwärts drauf gepufft. Siehst du schön die Spur? Da ist passiert. Der scheiß Hong Dode. Das war so ein Buckel. Naja. Ja, habe ich ja irgendwann einmal gesagt. Es kommt immer aufs Agen an, wie dein Feld rund ausschaut. Und ja, es ist zwar ein leichter Buckel da, aber der ist wie gesagt nur leicht, weil wir das eine Jahr Agen mehr raus, das nächste Jahr wieder neuwärts. Und dann passt es immer, dann bleibt es eigentlich immer gleich. Aber wenn du das halt anders machst, dann kann es halt passieren, dass du solch einen Berg da hast. Oder unten am Berg aufschützt oder halt dann umher so ein Luch reinbringst. Das war früher tatsächlich alles eben. Aber ja, gut. Das gibt halt die Bauern, die dann sagen, wie macht ihr das eigentlich mit dem Hongagen? Also wir kriegen das immer nicht auf die Reihe. Ja, wir können auch nur am Hongagen. Wir können das in der IMA nicht. Weil wir nur Hongfelder haben. Da klappt es. In der IMA mit unten, da müsstest du da komplett umstellen, der ist auf Hong eingestellt. In der IMA dort unten wieder nicht schön laufen. Das habe ich mit dem Eichepfluch am Anfang gehabt, da ist überhaupt nicht schön gelaufen. Ein bisschen was umgestellt und der hat da wunderbar geackert. Na gut, ja, das war es dann auch da unten. Wie gesagt, die Wiesen schauen alle gleich aus wie die da unten im Endeffekt. Ich rechne einmal mit um die 3 lieber gar nichts, das sehen wir, wenn es fertig ist, das ist gescheiter, bevor man irgendeine Schätzung abgibt und dann trifft es eh nicht zu. Ja, ich denke mal mit dem ersten Schnitt werde ich wieder so weit kommen, dass ich bis nächstes Jahr um die Zeit wieder hinkomme und dann passt es. Ja, und dann
würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. War das nur eine kurze Info. Und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder. Servus!